Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider mit mir, dem Shadox. Okay, dann machen wir mal weiter. Nachdem der letzte Part so ein bisschen beschissen war, versuche ich es einfach mal diesen Part besser zu machen. Was allerdings ein bisschen so die Frames angeht zum Beispiel, das habe ich jetzt irgendwie nicht gelöst gekriegt, leider Gottes. Da müsste ich wahrscheinlich dann von der Grafik her ein bisschen runtergehen von den Vorstellungen, aber irgendwie... Ja, irgendwo sehe ich das nicht ein. Irgendwo denke ich mir so, nee, das soll schon irgendwie hübsch aussehen und deshalb, und ja, ne, wisst Bescheid. Deswegen machen wir das ganz normal so halt weiter eben, ne? So, Moment, hier haben wir was zum Zerstören. Noch ein Kommunikationsdingsgerät. Und, wir haben davon jetzt mehrere Stück, aha. Mehrere Teile und ich würde mir am liebsten einfach auf der Map so das einfach markieren, so dass ich da einfach so ein, ja irgendwie so ein, ja so ein Marker einfach nur hinballer und im Prinzip dann mich daran halte, aber eigentlich ist es ja auch unnötig, ne, weil wir eigentlich mit Lara ja auch, ja, im Prinzip hier unseren Instinkt immer jedes Mal haben. So, und was ist jetzt damit genau? Kann ich jetzt einfach hier rüberspringen? Ach so, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Was ist das? Ach so, das ist der Wind, der hier so kläfft. Oder sollte ich sagen, heult. Hm, ich glaube schon. So. Moment, ich könnte jetzt einfach hier runter gehen, oder? So. Weiß ich nicht warum, aber. So, hier haben wir noch ein paar Mushrooms zum Einsammeln und. Ne. Eigentlich, ne. Lass mal einfach mal eine Runde höher gehen. Denn hier finde ich anscheinend erstmal gar nichts. So, deswegen probieren wir einfach mal hier oben unser Glück. Vielleicht finden wir ja hier mehr. So. Also, das ist auf jeden Fall da, wo wir storyline-mäßig hin müssen. So, aber wir haben jetzt diese eine. Schabli-Boop, Nebenmission. Ich will sie mal nicht scheiße nennen. So, und ja. Die sagt mir, ich soll am besten da hinten drauf. So, ich springe jetzt einfach mal hier hin und hoffe, ich sterbe einfach nicht. So, ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal eine gute Sache. So, was war das jetzt hier? Achso, das sind einfach nur Dings. Das hören sich an wie irgendwelche Feinde, die am Labern sind, so teilweise. So. Ich mach das jetzt einfach mal so. Moment. Da oben war ja nichts, oder? Nee. So, Moment, dann. Da oben? Okay, Moment. Dann gehen wir halt zunächst halt dahin. Das ist gar kein Problem. Das können wir locker easy machen. So, wenn ich mir jetzt einfach mal angucke hier. Ja, wie groß eigentlich, ja, wie relativ groß die Gegend ist, da denke ich mal, gibt es wahrscheinlich hier auch wieder irgendwelche versteckte Grabmäler. Auf die ich jetzt einfach mal nicht meinen Fokus lege. Oder legen werde. So. So, finden Sie den nahegelegenen Eingang. So, das war jetzt... War das nicht diese komische Butze da, wo die Wölfe rauskamen und mich geownt haben? Moment. Optisch nochmal eben ganz kurz hier angucken. So. Könnte schon der Ort gewesen... Ich gehe da... Ich werde da jetzt einfach mal nicht eintreten. Ich werde erstmal hier lang gehen. So. Um einfach mal dieses... Dings hier wieder zu zerstören. So, und dann bleibt auch nicht mehr viel übrig. Das letzte befindet sich, glaube ich, da oben. Und da gehen wir auch einfach mal ganz genüsslich hin. Na, so genüsslich man da auch hinkommen kann. Von hier aus gar nicht. Ich könnte jetzt hier runtergehen. Aber was bringt mir das? Da unten zu sein. Gar nichts. So, ich peile das Ding auch ganz Zeit einfach nur an, um zu sehen, wo ist das nächste Tag. Ach so. Das habe ich jetzt, da habe ich zum Beispiel gar nicht mitgerechnet, dass sich das hier drüben befindet. So, okay. Question, wie kommen wir da hin? Naja, hätte klappen können, ne? Auf gut Glück, aber... ja, hat wohl nicht funktioniert. So, wer heult denn jetzt die ganze Zeit hier rum? Aber wenn das nicht meine alten Kollegen sind, dann weiß ich aber auch nicht. Aber die sollen mich ruhig in Ruhe lassen, wartet mal. Waren das nicht hier? War ja nicht unten? Oh Gott. Oh nein. Moment, ich guck mal eben, ob ich einen anderen Weg drumherum finde. Wäre schön, wenn ich einfach hier hochklettern könnte. Aha. Sprach er und tat er, oder wie sagt man hier? Ja, verdammt. Aber ich... Am liebsten würde ich jetzt noch ein bisschen höher kommen. Denn, ja. Ich muss da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Was ist das?
Ah, okay. Nailed it. Die lassen mich aber erstmal in Ruhe, oder? Aber nicht, wenn ich die angreife. Nö. Na, nein. Okay. So. Autsch, autsch, autsch. Lass mich in Ruhe. So, wir haben ja auch natürlich unsere Moves, um auszuweichen. Und das funktioniert ja auch eigentlich ganz gut. So. Schauen wir mal. Na, Mist aber auch, ne? So, aber euren lieben, werten Kollegen, auch wenn ich es nicht gern tue, habe ich erledigt. So, stopp jetzt mal. Ich raste gleich aus, wenn ich jetzt nicht herausfinde, wie man da hochkommt. So, da muss es auf jeden Fall, ja, bestimmte Wege und Mittel geben. Ma! Ma, lass mich in Ruhe! Hau dich dran hier! Hau dich dran hier! So, hier kann ich hoch. So, und jetzt da oben dran. Nein, da. Was? Vielleicht muss ich auch einmal nur drumherum. Warum? Das kann natürlich auch sein. Und da bin ich jetzt beim letzten Mal nicht drauf gekommen, wa? Ja. Ja, gut. Die letzte Aufnahme war ja auch wirklich für den Arsch. Einfach nur. Hier habe ich dann wieder ein bisschen mehr Concentration. Auch wenn es nicht so, ja, nicht so viel besser ist. So, jetzt. Ja, da, okay. Das ging ja noch gerade mal irgendwie so. So, und dazu, warte mal, schon wieder das letzte Teil gleich. Und ja, ich frage mich, ob wir zu dem lieben Kerl auch noch zurückkehren müssen oder ob die Mission damit einfach erledigt ist. Ich hoffe schon. Finde ich geil. Alter. Was haben die denn hier für einen Weg gebastelt? Nur um an dieses scheiß Teil da ranzukommen. Nein! Bloß nicht! Ich hätte dich umgebracht. So, alles fertig. Kehren Sie zum verliebliebenden General zurück. Ja, na, nice, gut. Du bist hier hinten, ne? Aha. Warte mal. Kann ich Hotspot setzen? Nein, kann ich nicht. Ja, gut. Doch. Wegweiser setzen. Kann ich wohl. Ich kann das wohl machen. Was schlaberst du? So, dann mache ich einfach hier mein Dingsdreieck hin. Hä, was? Ich habe gesagt, hier. Wegweiser setzen. Achso, mit A. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gemacht habe oder nicht. So. Auf jeden Fall, doch. Ich kann da jetzt einfach lang gehen. So, ich weiß nicht, wie schlau das ist, da runter zu springen. Von der Skala von 1 bis 10 sehe ich das als nicht so schlau an. So, und hier habe ich ganz sicher gleich wieder meine Freunde am Arsch. Und deswegen bin ich mal ganz schnell hier unterwegs. So. So, ich glaube, das wird erstmal reichen. Finden Sie den nahegelegenen Eingang? Na, na, na. Herausforderungsgrab, ja. Ich gehe da jetzt gleich rein, wenn ich den Eingang gefunden habe. Tatsache. So. Wenn das mir dann nämlich hier so einfach mal auf dem Präsentierteller einfach hingekackt wird, ja, dann gehe ich da auf jeden Fall rein. So. Warum habe ich jetzt das Wort hingekackt gesagt, hä? Ah. I don't know. So. Hey, dude, where are you, man? Warte mal, kann ich das Ding nicht öffnen? Ja, versuch's doch mit deinem Dings hier. Achso, Dietrich. Achso, den wolltest du mir ja geben. Ja, stimmt, da war ja was. Almost forgot. Hey, General! Wo bist du? Hä? Wo bist du denn? General! 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 Wo ist der Typ? Achso. Wo hockst du rum? Das bekomme ich noch nicht runter. Hä? Hockt er da drin? Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt Seilpfeile. Ja, geil. Ach so, der steht hier oben. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen. Ja, sehr gut. Neue Ausrüstung erhalten, Dietrich. Ein behelfsmäßiger Dietrich, mit dem Lara Schlösser an einigen Truhen und Türen öffnen kann. Ja, danke schön. Kommunikationsauswahl abgeschlossen. Mehrere Missionen, bla bla bla. So, halten. Mal gucken, wie das funktioniert. So. Einfach mal halten. Und dann fertig. Okay.
Compoundbogen, neue Ausrüstung erhalten. Aber nur ein Teil davon, ne? So, zack, zack. Ich habe mich hier ganz kurz hingechillt. Das war schon genug. Reicht. So, Truhen haben wir auch mehrere. Hier, blablabla. So, hier haben wir immer auch unsere Fortschritte zu sehen. So, das Gute ist jetzt, wir haben jetzt hier unseren Grab. So, ich setze einfach mal meinen Punkt hin. So, und sehe jetzt, aha, okay. Das Blaue ist das Grab. So, das Grab ist wahrscheinlich zugänglich durch... Naja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ich würde jetzt eher darauf tippen, man kann es jetzt vom Fluss aus jetzt erreichen. Also im Prinzip von hier. Also das ist jetzt meine Theorie. Was? Ist jetzt ein... Was? Wolf? Mach mal keinen Scheiß hier. So, Moment. Shop, geh hier runter. Ich habe gedacht, man kommt hier irgendwie dahin. Indem man hier weiter entlang geht. Okay, oder auch nicht. So, okay. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch noch andere Sachen irgendwie zum Einsammeln, oder? Hier, was ist das? Munition? Nimmst du das? Lara, bitte nimm das an dich. Dankeschön. Sehr gut. Gute Diese. So, dann haben wir noch eine Axt. So. Es kann aber auch natürlich sein, dass wir einfach mal wirklich in die Höhle des Löwen einfach mal reingehen müssen. Und da befindet sich dann, ja, keine Ahnung, irgendwie aus mysteriösen Gründen einfach mal der Eingang des Grabs. Oh, ja, klasse. Hey, Lara. Ich komme auf diese Steuerung irgendwie nicht klar. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es nicht so damit. Ja, komm, geh hoch. So, halt dich erstmal. So. Irgendwie habe ich es überhaupt nicht drauf. Aber ich habe ja auch wieder die falsche Taste gedrückt, um zu kämpfen. Ich wollte eigentlich auch schon direkt Y machen, um den einfach mal zu hauen, aber... Huch, wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Elegant, sehr elegant, so. Ja, ist klar. Hey! Stoppchen mal. Jetzt ist langsam Schluss mit lustig hier. So, looten wir erstmal hier ein bisschen die Wölfe. So, nehmen wir die einfach mal auseinander. Zack, ich nehme meine Pfeile einfach mal wieder an mich. Das sind meine nämlich. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wo das hinführt. Noch mehr Wölfe, ja klasse. Ich freue mich. So. Das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt. Hey! Was soll das denn? Hallo? Was ist das hier? Ey! Ey! Ich will hier keine Bitchfights machen. Ich will dich einfach töten. Was mache ich? Das ist hier irgendwie Ragdoll-Kuscheln oder so. Weißt du? Ich... Ja... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist irgendwie, ja, ich... Nein, ich kann es nicht erklären. Was zur Hölle? Warum ist das so dumm? Hallo, neue Wölfe. Muss ich schon wieder töten, oder? Ich habe euch letztens so schön auseinandergenommen. Ich gehe da jetzt einfach eiskalt rein, ist mir doch egal. So. Ja, toll, klasse. Was soll das denn heißen? So, oh ja, gut. Ich schieße auch gerne einfach mal auf Wölfe. So. Willst du? Willst du? Du willst, ne? So. Guck mal, mit einer Schusswaffe geht das doch ganz einfach. So, komm, hier ein paar Mushrooms. Da gucken wir mal, was wir noch haben. So, noch mehr Mushrooms. Ich bin voll. Ich habe genug Mushrooms gelootet, oder was? In meinem Leben? Ich glaube schon. So. Schauen wir mal. Ich liebe unseren Glowstick übrigens. Was ist das denn für ein Ding? Eine Karte. Neue Dokumente und Wandgemälde. Blablabla. Bekommen, erreicht. Was ist das nochmal? Ich habe irgendwie Angst, dass irgendwas mit meiner Seite jetzt angreift. Irgendwas stalkt hier auf jeden Fall durch die Gegend. Muss ich das in Brand setzen, damit das funktioniert? Wie war das? So, guck mal, das ist nochmal interessant, ne?
Munition herstellen. Das ist doch gut, dass ich sowas machen kann. So. Aber, wait a sec. So, wir haben hier... Wie war das nochmal mit diesen Giftfallen? Ich versuche das jetzt gerade zu verstehen, das Prinzip. Hm. Weiß ich nicht mehr. Oh, fuck. Ich glaube, mein Bein ist eingeschlafen. Nein, mein Bein ist echt eingeschlafen. Warum? Oh nein, komm schon, Mann. Was ist denn jetzt? Hier. Ich will Waffe nehmen. Hä? Tot? Aber das Ding habe ich doch nicht getötet, oder? Warte, ist das der Ausgang? Moment, ich glaube, das ist der Ausgang. Und zwar genau der gleiche Ausgang, wo ich reingekommen bin. Das ist also der Eingang. Oh! Aber auch nur, weil mich das jetzt von den Lichtverhältnissen einfach nur voll verwirrt. So, und wie komme ich da jetzt durch? Hm, was haben wir beim letzten Mal in diesem Fall gemacht? Ey, das ist so eine strange Soundkulisse. Ich raff das nicht. Ja gut, also irgendwie Braindead. Ich verstehe es nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach raus. Aber das war doch vorher nicht so laggy, das Spiel. Oh Mann, bin ich volle 60 Frames, man. Das fuckt mich ja ein bisschen ab. So, und irgendwo sollte auch noch ein Eingang sein. Hä? Was? Höhle? Herausforderungsgrab. Ah ja, interessant. Und das soll einfach da sein, wenn ich weitergehe. Da vorne? Da? Ja. Fast. So, was hat es jetzt aber mit diesen komischen Büschen auf sich? Die sind einfach unzerstörbar, oder? Jetzt nicht... Nicht, dass ich mir jetzt, dass ich irgendwas total Elementares hier verchecke, ne? Aber da komme ich jetzt wirklich nicht durch normalerweise, ja? So. Gucken wir mal. Ich denke mal, hier oben finden wir schon irgendwas Spannendes. So. Und zwar... Laufe ich jetzt genau wieder weg davon, oder? Hier ist doch der Eingang zum Grab, oder? Ja. Aber wo genau? Hier? Ah ja, scheinbar. Okay. 2 von 5 Höhlen entdeckt. Oder was war das gerade? Ich glaube, irgendwie sowas ähnliches stand da gerade. Aber da brauche ich doch meine Seilpfeile für und die habe ich doch gar nicht. Das bekomme ich noch nicht runter. So, das heißt, ich komme in dieses Grab gar nicht rein. Es sei denn, es ist ein anderes Grab gemeint. Herausforderungsgrab. Weil das ist hier auch ein Herausforderungsgrab. Ist das richtig so oder ist damit das gemeint? Weil normalerweise... Ne, keine Ahnung. Okay, gut. Oder auch nicht gut. Ach ja. Tägliche Verwirrung. Zack, abgehakt. Kann ich erstmal mein erstes Häkchen dran setzen. Finden Sie nahegelegenen Eingang. Na, 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 na. So. Wir machen einfach erstmal weiter, würde ich sagen. So. Ja gut, klasse. Achso, nee. Gut. Ich kann ja noch weitermachen. Alles super. Ich wollte gerade sagen, hey, ich komme nicht weiter. Mal wieder, aber nee. Passt schon. Damit kann ich was anfangen. So. Hui. So, schön. Schön dran hängen bleiben, ja? So. Gucken wir einfach mal, was hier ist. Ich glaube, wir bekommen jetzt erstmal hier gleich wieder dick auf die Fresse. Und selbst wenn das so wäre, ich habe nichts dagegen. Ich habe Bock auf Action. So. So, wenn ich dann später Bock habe auf das Grab, dann, ja, dann komme ich wieder. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Hui! Oh, guter Schwung, Lara. Ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, dass sie es macht. Schmacht, schmacht. Schafft eigentlich, würde ich sagen, aber gut.
Neues Basislager entdeckt. Oh Gott, nein, nein, nein. Ist keiner, ist keiner. Das sowjetische Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Ja. Also, die Sache ist, die suchen jetzt nach mir. Ja, das ist natürlich klasse. Was mache ich denn in dem Fall? Oh nein. Nein. Du irrst dich. Oh Gott, nein. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Oh Gott. Nein, ey. Oha, du schießt daneben, du schießt daneben, du schießt daneben. Was habe ich denn mit dem Typen gemacht? Ah! Wieso passiert mir denn immer sowas? Ich spiele so ungeschickt, ne? Das ist heftig. Monolithen können nicht benutzt werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja gut, dann muss ich mal gleich gucken, was passiert. Was? Oha. Aua. Dude. Mir tut alles weh. So, deswegen ich mich verbinden und dann checken. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Ja, mach auf. Mein Russisch ist nicht vielleicht gut genug, um das hier zu verstehen. Ja, vielleicht kann... Warte, Moment. Es scheint eine Art Karte zu zeigen. Gibt's hier auch ein Dings? Oh, warte, Moment, stopp. Moment, Moment. Da, ich konnte fast was entziffern. Na gut, wenn du die Kamera ganz so hässlich lenkst, dann wird das nichts mit identifizieren, aber nein. Gut, so funktioniert es nicht. Gibt's hier auch First Person? So kann ich irgendwas lesen, oder? Wobei, ich vercheck's sowieso nicht. Was steht da? Vietschnaya Spava, Spava. Geroim, das heißt also Hero, also Held. Vietnams. Katore. Welche. Vorospis. Sa. Oh Gott, ich kann überhaupt nicht Russisch lesen. Svobodu i. Irgendwas mit der Sowjetunion. Haut mich. Schlag mich tot, keine Ahnung. So, hier, schön einmal mal ganz kurz entspannen und mal gucken, wo wir die Fertigkeitspunkte reinballern.